Rusty? Huh? Pass die Handy weg. Irgendwann verlernt ihr alle noch das Sprechen. Ja. Na los, komm. Komme. Kann es sein, dass es dir nicht schmeckt? Ja, ein bisschen sehr gesund. Ungesund kann jeder. Die Profis essen auch keine Pizza zum Frühstück. Das habe ich mal gelesen. Nee, die essen nur Nougat-Creme und kriegen dafür richtig Kohle. Überredet, du wirst Profi. Na, endlich. Briefing schon da? Ja, schon. Super, danke. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmermehr. Ach, der Herr Jäger. Wie schön, dass Sie uns auch Gesellschaft leisten. Tut mir leid, mein Fahrrad hat einen Platten. Ja, ja. Einer, der gut gegen den Ball treten kann, ist noch lange kein Tour de France-Gewinner. Schön, dass Sie alle so gut gelaunt und wach sind. Bücher weg, Hefte raus. Wir schreiben jetzt mal eine kleine Kurzüberprüfung. Extemporale. Zu meinem Lieblingsthema, dem Knittelvers. Ne, Basti? Der Knittelvers. So, kurze Info. Wir haben heute 36 An- und 16 Abreisen, darunter ein sehr bekannter Schauspieler und unser arabischer Stammgast. Also Diskretion wie immer und seien Sie flexibel im Umgang mit den besonderen Ansprüchen unserer Gäste. Wenn Sie Probleme haben, kommen Sie zu mir. Okay? Einen schönen Tag. Und als er meine neuen Dessous gesehen hat, war natürlich alles klar. Er hat mich aufs Bett geworfen. Das klingt ja diesmal wirklich ganz toll. Gratuliere. Ich bin mir sicher, es ist der Richtige. Hier fehlt Wasser, Nina. Mhm. Der ist so anders als Ralf. Der ist sportlich, isst aber gerne, hat ein Sixpack. Ja, Bülent. Das hast du noch nicht gesehen. Ja, ja, in 2 Stunden. Alles klar. Gut, ciao. Getunnelt und dann zack, reingebolzt. Genau so mache ich es nach Hause gefahren. Basti, ist dein Text schon fertig? Welchen Text? Ja, für einen Blog, Schülerblog. Ich hatte jetzt noch keine Zeit dafür. Ja, aber dann wollten wir morgen reinstellen. Ich habe nachher ein Testspiel, vielleicht nächste Woche. Jenny, was machst du nur am Freitag? Noch nichts, wieso? Wollen wir ins Kino gehen? Ja, klar, gern. Cool. Wie geht's, Basti? Ach, bestens. Kennst du noch den Sonnenschein? Kommt mit mir. Danke. Ist er denn schon so gut wie Götze? Du, der ist schon gut. Sein Trainer sagt, aus ihm kann mal was werden. Aber die Mutter sagt, erst kommt das Abi, dann alles andere. Was hast du? Ja, hier. Zurück. Kopf hoch, Jungs.
Komm, weiter geht's. Lappen. Ist wohl zu schwach auf dem Bein. Komm, komm, komm. Gut jetzt. Runter mit dir. Was? Ganz schnell, mein Freund. Alles okay? Geht's? Wo? Du bist jetzt 5 Jahre bei uns. Seit 3 Jahren Executive Housekeeper, seit 2 im Personalrat. Stimmt. Ich habe deinen Namen gestern bei der Eigentümerversammlung ins Spiel gebracht. Okay. Wenn ich nächstes Jahr nach Buenos Aires gehe, könntest du dann hier die Leitung übernehmen. Ich die Leitung? Das ist aber ein Vertrauensbeweis. Ich wüsste keine bessere. Ich glaube, ich brauche jetzt einen Schnaps, entschuldige. Ja, Jäger? Was ist denn passiert? Ist halb so wild. Er ist mit dem Fuß umgeknickt. Sein Knöchel ist leicht angeschwollen. Es wird schon wieder. Okay. Zeig mir, tut das weh? Ja, das tut weh. Entschuldigung. Das ist bestimmt eine Prellung oder so. Wenn es morgen nicht besser wird, dann gehen wir zum Arzt. Und jetzt erstmal nach Hause. Komm, gib mir einen Rucksack. Halt dich fest. Geht's? Mhm. Und wer war's? Ja, Mario. Das ist so eine Pfeife. Wenn er besser spielen würde, dann bräuchte er auch nicht zu faulen. Ja, und wenn du in der Schule mehr machen würdest, müsstest du nicht bei deinem Lehrer antanzen. Was ist los? Holden hat mir eine Mail geschrieben. Er macht sich Sorgen um deine Noten in diesem Halbjahr. Der meint's wirklich gut mit dir. Können wir mein Bike noch mitnehmen? Das ruhig später, okay? Jetzt erstmal ins Auto, da reden wir weiter. Was macht der Fuß? Wehtun. Ich meine, wird's schlimmer. Mensch, Basti, hör doch mal auf mit der Simserei, wenn ich mit dir rede. Ja, warte kurz. Wir hatten eine klare Absprache. Du kannst ja deinen Fußball weitermachen, aber dann müssen in der Schule auch die Noten stimmen. Hm. Mann, Basti! Sag mal, spinnst du? Ist doch wahr. Hör mir zu, wenn ich mit dir rede. Mach ich doch, ich hör doch nicht mit den Fingern. Sag mal, geht's noch? Hey, schnall dich sofort wieder an. Ja, wenn du mein Handy nach hinten wirfst. Mein Gott, ich verstehe ja deine Wut. Aber lass deine schlechte Laune nicht an mir aus. Mama! Mama, mein Fuß tut nicht mehr weh. Ja, Frau Jäger, es scheint wirklich wichtig zu sein. Dr. Hopenberg wird sich sehr freuen, dass Sie so schnell kommen konnten. Dankeschön. Gerne. Okay, dann zeig mal. Sehr gut. Spürst du das? Ein bisschen. Gut, dann kannst du wieder runterkommen. Also, dafür, dass der Unfall erst 2 Monate her ist, sieht im Grunde alles ganz gut aus. Mhm. Für eine derartige Kompressionsfraktur mit Rückenmarksquetschung ist seit der OP alles ziemlich gut verlaufen. Wir konnten das Vernarbungsgewebe deutlich reduzieren. Allerdings hat sich infolge der OP ein kleines Ödem gebildet, das bei all unseren bildgebenden Verfahren das darunterliegende Nervengewebe überlagert. Das ist nichts Außergewöhnliches. Wenn sich das Ödem zurückgebildet hat, werden wir ein genaueres Bild bekommen. Und was heißt das für uns konkret? Wir können jetzt sofort mit dem nächsten Therapieschritt beginnen. Okay.
Wir injizieren einen neuen Wirkstoff, der aus der Rinde der pazifischen Eibe gewonnen wird. Ein Alkaloid mit dem Namen Paclitaxel. Studien haben gezeigt, dass dieser Wirkstoff das Nervenwachstum stark anregen kann. Dabei ist es aber äußerst wichtig, dass die Reha weiterhin sorgfältig ausgeführt wird. Ja, na klar, natürlich. Und was denken Sie, in etwa wie lange? Ich denke, ein halbes Jahr. Aber wir können die Reha ab sofort ambulant durchführen. Das heißt, ich kann... Das heißt, wenn du möchtest, kannst du heute schon nach Hause. Sind Sie sicher, dass Sie alleine klarkommen? Es kommt jetzt einiges auf Sie zu, bitte unterschätzen Sie das nicht. Ja, ja. Wir schaffen das schon. Klar. Gut, dann sehen wir uns ab jetzt dreimal die Woche hier. An den anderen Tagen muss Ihr Sohn das besprochene Reha-Programm zu Hause machen. Das machen wir. Gar nichts im Kühlschrank. Ich könnte ja nicht wissen, dass du heute rauskommst. Mach dir mal keinen Stress, Mama. Ich schaff das schon alleine. Na denn. Komm, ich helf dir. Und? Das geht schon. Ich hätte es auch alleine geschafft. Ja, ich weiß. So, na, da passen wir ja gerade so durch, ja? Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Ja, klar. Und keine Vollbremsung auf dem Parkett. Das macht Streifen. Ein paar Freunde von dir einladen? Kleine Willkommensparty machen? Nee, lass mal. Hat sich in letzter Zeit eh keiner mehr blicken lassen. Was? Ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben. Verstehe. Ach so, mach ich weg. Ja, es sieht scheußlich aus. Ne? Ach, na, kommt ja wieder weg. Willst du es mal ausprobieren? Hab ich angebracht. Oh, ja, 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 ja. Ey, soll das heißen? Und? Ja. Süße. Brauchst du irgendwas? Nein, alles okay. Ja, Entschuldigung. Ich lass dich jetzt in Ruhe. Es ist gleich Mitternacht. Ich mach deinen Griff dran, das siehst du doch. Das kannst du auch morgen machen. Wenn du mir zuguckst, geht's auch nicht schneller. Hm? Boah, Rührei. Mit Speck. Was Gesundes. Ausnahme. Damit du wieder zu Kräften kommst. Ja. Aber ums Obst kommst du nicht rum. Nicht so gierig. Oder ein Problem, du.
Entschuldigung. Nee, ich nehme den schon. Schatz. Ich weiß, dass du Schiss hast. Ich habe aber allen Leuten gesagt, dass du bald wieder laufen kannst. Komm, mach dir keinen Kopf, wenn manche blöd glotzen. Nee, mach ich nicht. Na los. So eine Unfallverletzung ist ja fast schon irgendwie cool. So. Und ich bin dann pünktlich um 2 hier und hol dich ab, okay? Um 1. Wie um 1? Wir Mittwoch sind wir um 1 Schluss. Ja, klar, krieg ich hin. Tschüss. Ciao. Ja, Bülent? Ja, ja, ich bin praktisch schon da. Bis gleich. Dass ich in letzter Zeit nicht vorbeikommen konnte. Aber ich hatte echt viel zu tun mit der Schule und... Kein Problem. Wir quatschen später, okay? Klar. Umfangreiche Dokumentation von mir. Gut, dann stürzen Sie mir mal nicht ab. Keine Sorge. Bis morgen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Du wolltest mich sprechen? Wie konnte das passieren? Du hast das Hochzeitsbankett auf einen falschen Tag gebucht. Das gibt's doch gar nicht. Wir hätten beinahe einen Riesenauftrag verloren. Ich konnte das Brautpaar gerade noch einmal beruhigen. Wollen wir hoffen, dass wir mit allem noch rechtzeitig fertig werden? Das tut mir leid. Mensch, Katharina! Wir sind ein 5-Sterne-Haus. Da darf uns so ein Gau nicht passieren, das weißt du doch. Ja, natürlich, das darf nicht vorkommen. Hey. Was willst du? Wie geht's denn dir? Phänomenal. Jetzt verpiss dich, du Clown. Stimmt es, dass du irgendwann wieder gehen kannst? Nicht irgendwann, sondern ziemlich bald. Und dann trete ich dir beim Fußball wieder richtig in den Arsch. Morgen! Guten Morgen! Hallo, Basti. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Wir starten heute mit einem Referat von Lea. Gut. Der Begriff der Liebe in der deutschen Klassik steht ganz im Zeichen der Aufklärung. Und deshalb sollen Gefühl und Verstand auch in Harmonie zueinander gebracht werden. Wann hast du zum letzten Mal ausgeschlafen? Wieso? Das war nicht dein erster Fehler seit dem Unfall. Katharina, ich weiß, unter was für einem Druck du stehst mit Basti. Aber ich muss mich auf dich verlassen können. Ich dachte, ich habe alles im Griff. Was war vor 2 Wochen? Der kleine Konferenzsaal? Geschäftsführermeeting. Du hattest ihn doppelt belegt. Und dann der Empfang für diese Familie... Maid, ich weiß. Ich kann dich nicht immer wieder vor den Kollegen in Schutz nehmen. Ja, du hast ja recht. Was hältst du denn davon, wenn meine Stelle erstmal meine Assistentin übernimmt? Ja, und ich in der Zeit als Zimmermädchen arbeite. Für das entsprechende Gehalt natürlich. Ist das dein Ernst? Du willst wirklich wieder... Von wollen kann ja nicht die Rede sein, aber natürlich habe ich mir schon meine Gedanken gemacht.
Ich hätte mehr Zeit für Basti. Ich könnte mich viel besser kümmern um ihn, bis wir alles überstanden haben. Ist doch nur vorübergehend. Du hast was? Ja, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Aber du warst so kurz davor, Chefin zu werden, jetzt willst du als Putzer anfangen? Ich finde daran nichts Schlimmeres. Außer, dass man wesentlich weniger Kohle verdient. Es geht aber nicht immer nur ums Geld im Leben. Ja, klar. Außer man hat keins. Das stimmt. Gib mir mal Brot. Und wie war dein Tag heute? Phänomenal. Wie geht's denn deiner neuen Freundin? Wem? Na, die Hübsche, die Blonde. Jenny. Das ist nicht meine Freundin. Wollt ihr dich nicht mal in der Reha besuchen? Ist doch jetzt egal. Entschuldigung. Tut mir leid, dass ich mich für dein Leben interessiere. Ich hätte nichts dagegen, wenn du dich ein bisschen mehr für deins interessieren würdest. Arbeit mit Basti zur Reha? Ja, wieso? Ach, schade. Ich dachte, wir könnten endlich mal was zusammen machen. Ja, würde ich ja gerne, aber weißt ja. Katharina? Mhm. Komm mal. Welche Hand? Die. Da-da-da. Für dich. Was ist denn das? Habe ich aus dem Outlet, von dem ich dir erzählt habe. Steht dir bestimmt toll. Du bist ja süß. Probier später, ja? Können das werden, wenn es fertig ist? Hier sind Schäden an der Fassade. Ja, klar. Schäden an der Fassade. Ich glaube, Sie haben einen anderen Schaden. Kann das sein? Hi, Basti. Hi. Bulette? Danke. Na, wieder eingelebt? Geht so. Möchtest du doch wieder für unseren Schülerblog schreiben? Du meinst, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Trainieren brauche? Nein, Mann. Weil du einfach super schreibst. Dein Text über das neue Oberstufensystem. Ja, der hat allen aus der Seele gesprochen. Und der über Alkoholismus unter Jugendlichen und... Ja, kann ja sein, aber ich muss mich jetzt auf meine Reha konzentrieren. Du könntest genau darüber was schreiben. Weißt du, wie das so ist, wenn man sich als Sportchecker mal eben ganz neu erfinden muss? Schwachsinn, ich muss mich nicht neu erfinden. Ich muss einfach nur meine Reha machen, damit ich aus dem Scheißding hier wieder rauskomme. Das ist alles. Jenny! Danke für die Bulette. Was machst du denn heute nach der Schule? Gehen wir was trinken? Du, ich würde echt gern, aber wir haben ja jetzt bald die Chemieklausur. Da muss ich einfach... Verstehe. Ja, dann vielleicht ein andermal. Basti! Ja? Was machst du nur am Samstag? Da habe ich einen Breakdance-Wettbewerb. War ein Spaß. Wieso, was ist denn da? Wir wollten mit ein paar Leuten an den See und ich würde mich echt freuen, wenn du mitkommst. Klar, gerne. Okay, schön. Bis dann.
mir auch schon passiert. Die Parksituation hier ist ein bisschen unübersichtlich. Sie haben mir jetzt gerade noch gefehlt. Haben Sie Langeweile, nicht zu fotografieren? Hören Sie, auch wenn das vorhin nur ein blöder Zufall war, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich Ihnen was schulde. Mein Vorschlag. Ich fahre Sie zu Ihrem Auto. Ist ja wohl keine neue Fassade im Visier. Ich versuche eigentlich nur der Gentleman zu sein, der ich heute Morgen vielleicht nicht war. Seien Sie nicht so unnötig kompliziert und lassen mich Ihnen helfen. Hm? Ich kompliziert? Wie kommen Sie denn darauf? Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Lass mir doch nicht von jedem helfen. Schönen Tag noch. Warten Sie! Könnten wir vorher meinen Sohn von der Schule abholen? Steigen Sie ein. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 17. Da drehen Sie alle ziemlich im Rad, hm? Erster Rausch, erste Liebe, große Pläne. Was machen Sie denn so? Ich unterrichte Piloten und Fallschirmspringer draußen am Sportflughafen Böhlen. Oh Gott, ich hasse Fliegen. Aber ich will demnächst meine eigene Flugschule aufmachen. Und deshalb nehme ich jeden Job an, der ordentliches Geld bringt. Auch als Fensterputzer? Industriekletterer für Fassadeninstandsensoren. Ja klar, das klingt spannender. Naja, geht so. Da gehört ein halbnacktes Zimmermädchen schon zu den Highlights. Housekeeper. Schade. Ich mochte das gute alte Zimmermädchen. Leid, mein Schatz. Die haben mein Auto abgeschleppt. Du stehst schon lange hier. Alles gut? Das ist Herr... Nowotny. Der war so nett, hat mich hierher gefahren. Grüß dich. Hallo, Basti. Oder? Soll ich dir helfen? Offroad? Hm? Okay. Cooles Auto. Danke. Geklettert bin ich eigentlich schon immer. Aber mein wahrer Traum ist das Fliegen. Abheben, oben bleiben und möglichst heil wieder runter. Das ist irgendwie mein Ding. Hoch und runter. Und Fallschirmspringen? Ach, das mache ich schon seit der Bundeswehr. Hier. Und bin irgendwie dabei geblieben. Tun, was einem Spaß macht. Und dafür auch noch Kohle kriegen. Das ist genau mein Plan. Aber als Kicker bei den Profis machst du bestimmt mehr Kohle als ich. Ich kann Ihnen dann mal was leihen. Hier, guck mal. Mein Baby. Wenn du Lust hast, dann machen wir mal einen Rundflug über Leipzig. Hm? Gerne. Was gerne? Ein Rundflug. Ach, na, das wüsste ich aber. Warum denn nicht? Darüber reden wir nachher. Ab zum Auto, wir haben einen Termin. Ich bin wirklich ein guter Pilot. Das glaube ich Ihnen gern. Aber wir haben alle zwei Tage Reha und eine neue Therapie angefangen. Es ist also zeitlich einfach nicht machbar. Entschuldigung. Wollt mich nicht einmischen. Kein Problem. Dankeschön, Katharina. Janik. Tschüss. Komme! Beeindruckend, der Junge. Seine Kondition ist außergewöhnlich. Wenn einer die Chance hat, es zu schaffen, dann er. Sportlerherz. Wie geht's ihm psychisch? Sie meinen? Manche Patienten wirken sehr stark und dann plötzlich... Auf mich macht er einen ganz guten Eindruck. Ich hätte was bemerkt. Und Sie? Es geht mir gut. Machen Sie keine Sorgen.
Wir werden heute noch mal eine MRT machen, um zu sehen, ob sich das Ödem zurückgebildet hat. Wegen der Ergebnisse melde ich mich dann bei Ihnen. Alles klar. Wiedersehen. Schönen Tag. Danke Ihnen auch. Ist doch nur ein Rundflug. Fliegen ist tausendmal sicherer als Autofahren. Das solltest du doch wohl am besten wissen. Weil wir kein Risiko eingehen. Wie oft denn noch? Du und deine Angst. Die ganze Zeit ist doch nichts als schlechtes Gewissen. Ich hab dir nicht gesagt, dass du dich abschnallen sollst, oder? Nee. Du hast nur mein Handy nach hinten geworfen. Ja, aber spinnst du? Wenn nicht immer alle nach deiner Pfeife tanzen müssten, dann hätten wir den Unfall gar nicht erst gebaut. Natürlich nicht. Ich bin schuld. Ich bin schuld an allem, was uns bisher passiert ist. Ich bin auch schuld an dem Unfall. Denkst du, ich weiß das nicht? Hast du dich vielleicht mal gefragt, wie es mir dabei geht? Hm? Der andere war ganz alleine schuld an dem Unfall. Das haben die doch genau festgestellt. Das ist doch Schwachsinn. Lässt du mich bitte allein, Schatz? Handy liegt noch im Flur. Ich hol's dir. Was ist, wenn ich es nicht schaffe? Also wenn ich nie wieder laufen werde? Du wirst wieder laufen. Das kriegt deine Mutter gebacken. Kennst du nicht zufällig jemand, der sowas richtig kann? Mich alle total komisch behandeln. Als wäre ich jemand anderer, nur weil meine Beine für eine Zeit lang streiken. Vielleicht ist man ja auch jemand anderer, wenn man nicht mehr laufen kann. Was soll das denn heißen? Ja, schon mal drüber nachgedacht, dass es Menschen gibt, die mehr an dir sehen. Als nur den tollen Fußballer. Jenny sieht mehr in mir. Oh, dann red doch mit ihr. Können wir mal kurz miteinander reden? Klar. Thank you.
dachte halt damals, also... Basti, was willst du mir jetzt eigentlich damit sagen? Ja, was ist denn jetzt mit uns, Jenny? Was soll denn mit uns sein? Sag mal, spinnst du jetzt eigentlich komplett? Warte mal, Jenny. Ayo, geh mir aus dem Weg. Was soll denn das? Kennst du es nicht oder so? Die will doch überhaupt nichts von dir. Ach ja? Weil ich der Spasti-Basti im Rolli bin oder was? Das ist das aber du gesagt. Du stehst doch selber auf sie. Quatsch, als ob. Hör auf damit! Basti! Basti, gib mir deine Hand! Basti! Super. Arbeitsaufwand halbe Stunde. Das koste ich mindestens einen Kaffee. Was würde mich dann die Umrüstung vom Badezimmer kosten? Oh, das wird teuer. Ein Abendessen? Ich denke drüber nach. Ich muss jetzt meinen Sohn abholen. Schade. Ich hole meine Sachen. Tut mir leid, Mann. Ich weiß echt nicht, was da in mich gefahren ist. Für einen Typen ohne Beine hast du dich doch ganz ordentlich geschlagen. Danke, dass du mich nicht hast ersaufen lassen. Ja, kein Ding. Ich fände schon das Saufen dann noch damit. Du weißt schon, warum sie dich eingeladen hat, oder? Damit du dir zeigen kannst, was für ein cooler Typ du bist, weil du einen Behinderten verkloppen kannst? Ach Quatsch. Die macht das auch bloß, um allen zu zeigen, dass sie nicht nur die Hübscheste und Tollste ist, sondern irgendwie auch sozial. Die macht das nur für sich, nicht für dich und für mich schon gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es ein richtiger Frauenpsychologe bist. Vergiss die Jenny. Die ist nur Look. Da ist nichts dahinter, weißt du, was ich meine? Halt dich lieber an die Leute, denen du wirklich was bedeutest. Ach, und da gehörst du neuerdings mit dazu, ja? Alter, ich glaube, du hast dich nicht nur am Kreuz, sondern auch in der Birne verletzt. So schwer vom Begriff kann man doch gar nicht sein. Wie kannst ausgerechnet du eine Schlägerei anfangen? Ja, das ist kompliziert. Ach, kompliziert. Quantenphysik ist kompliziert. Eine Schlägerei anzufangen ist ziemlich simpel. Welchen Teil von du darfst deine Wirbelsäule nicht belasten, weil sonst die Heilung gefährdet ist, hast du nicht verstanden. Ich bin nichts mehr wert. Du solltest mal ihre Blicke sehen. Alle sind scheißfreundlich. Aber für die bin ich doch nur noch der Typ im Rolli. Das glaube ich nicht. Ich kann nicht mehr spielen. Keine Tore mehr schießen. Kein Vorbild mehr. Und für die Mädels nicht nur noch der Krüppel. Ich bin einfach der rollende Beweis, dass Leben zerbrechlich ist.
Jannik? Ja, ich bin's. Danke nochmal für heute. Ich wollte dich da nochmal um einen Gefallen bitten. Hi! Hey! Geil. Schau mir die mal an, ja? Mach doch. Toll von dir, dass du es machst. Ist toll von dir. Ich versuche nur, die Gluckenmutter in mir zu besiegen. Ist ein Lernprozess. Und mit welcher fliegen wir? Mit der da. Bist mit sowas schon mal geflogen? Ich bin überhaupt noch nie geflogen. Außer vielleicht auf die Fresse. Hey. Wird's aber langsam Zeit. Ich hoffe nur, du bist nicht enttäuscht. Bei mir an Bord gibt's weder kalte Getränke noch heißes Stewardessen. Schade eigentlich. Hier, mit dem Ding kannst du uns die ganze Zeit zuhören. Wenn du mit uns sprechen willst, hier drücken. Hm? Mhm. Mach dir keine Sorgen. Jetzt du mal. Echt? Ja, klar, Hand ans Steuer. Ja. So, ganz langsame Bewegung. Hochfliegen wir, wenn du zu dir ziehst und wenn du nach vorne drückst, geht's nach unten. Okay. So, lass mal noch. Du fliegst. Geil. Du fliegst ganz alleine. Wieder gerade. Nimm du mal wieder. Ich übernehme wieder. So, jetzt wird's Zeit für ein Dreifach-Looping. Looping? Sag mal, geht's noch? Ist nur ein doppelter Mama. Wahnsinn, Mama! Danke, Jannik. Jederzeit, Co-Pilot. Dein Sohn ist ein ziemlich kluger, junger Mann. Ist ja auch mein Sohn. Sobald er wieder laufen kann, wirst du aufpassen müssen, dass er sich nicht gleich zum Pilotenschein anmeldet. Das will ich mal nicht hoffen. Entschuldige. Dr. Hopenberg? Komm her. Na, alleine? Wie, jetzt gleich? Nein, nein, kein Problem. Wir können in einer Stunde da sein. Gut, okay, bis gleich. Sebastian, wir haben jetzt die neuen Ergebnisse vorliegen. Sie entsprechen leider nicht unseren Erwartungen. Das Ödem hat sich zurückgebildet
und uns einen genaueren Blick auf das darunterliegende Nervengewebe ermöglicht. Dabei mussten wir leider feststellen, dass das Nervengewebe durch den Unfall weit mehr geschädigt worden ist, als zunächst angenommen. Sie selbst haben doch aber gesagt, unser neuer Therapieansatz ist praktisch wirkungslos. Dann versuchen wir eben einen anderen. Frau Jäger, ich weiß nicht, ob ich mich verständlich genug ausgedrückt habe. Moment. Es gibt doch diese aktuellen Studien aus Atlanta. Ich habe mich informiert. Dieses neue Verfahren mit embryonalen Stammzellen. Ja, das ist richtig. Aber die klinische Anwendung beim Menschen und die notwendige Zulassung in Europa dauern viele Jahre, wenn überhaupt. Die Gesetzeslage ist bei uns eine völlig andere. Außerdem besteht nach wie vor der Verdacht auf Tumorbildung durch embryonale Stammzellentherapie. Frau Jäger, glauben Sie mir, ich habe auch mit anderen Ergebnissen gerechnet. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich nie wieder laufen werde. Dich habe ich nicht gefragt. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt nach heutigem Wissensstand bei 94%, statistisch gesehen. Ich rufe morgen in Bayreuth an und einen Termin in Heidelberg mache ich auch. Dr. Hubenberg ist zwar ein guter Arzt, aber ist ja schließlich nicht der Einzige. Außerdem sind uns die Amerikaner in der Neurochirurgie sowieso weit voraus. Kannst du heute Abend Hühnerfrikassee machen? Das hatten wir lange nicht. Hühnerfrikassee, klar, mache ich dir. Wir schaffen das. Je früher ich mich an mein neues Leben gewöhne, desto besser. Hast du mir vorhin nicht zugehört? Wir werden einen Arzt finden. Nein, du hast nicht zugehört. Oder willst du es nicht kapieren? Ich werde nie wieder laufen. Ach, das ist doch Quatsch. Wir haben noch lange nicht alle Möglichkeiten. Träumst du irgendwas zusammen? Was ist los? Glaub mir, wir haben eine reelle Chance. Nee, haben wir nicht. 6%, das ist nichts. Es ist Statistik. Es ist einfach vorbei. Hör auf, dir und mir irgendwas vorzumachen. Ich mach dir nichts vor. Doch, machst du. Du willst es nicht verstehen, oder? Ich werde keine Therapie mehr machen. Und auch die Reha nicht. Das ist alles nur Zeitverschwendung. Du bist also der Meinung, du kannst jetzt einfach so aufgeben, ja? Jetzt will ich dir mal was sagen. Ich habe auch nicht aufgegeben, als ich schwanger war und dein Vater mich von heute auf morgen verlassen hat. Und es war nicht immer einfach und lustig, aber ich habe es geschafft, allein. Und auch sonst habe ich es mir nicht leicht gemacht. Und du wirst auch nicht aufgeben, verstehst du? Aufgeben gibt's nicht. Das ist genau das, worum es eigentlich geht, oder? Dass dir deine Hoffnung nicht genommen wird. Und dass du deine Schuldgefühle irgendwann wieder los wirst. Basti? Basti! Nun warte doch! Nein. Hast du dir wehgetan? Alles okay. Komm, ich helfe dir. Geht's? Ja. Alles gut? Hey. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, Mama. Mhm.
Ganz war mein Herz an deiner Seite und jeder Atemzug für dich. An dieser Stelle kann man sehr schön sehen, welchen Unterschied Goethe zwischen Liebe und Verliebtheit macht. Die angestrebte Ganzheit zwischen Vernunft und Emotion war natürlich in der Klassik ein Ideal. Weil dieses Ideal aber der Realität schwer umzusetzen war, trieb es auch die größten Denker hin und wieder in den Wahnsinn. Oder in den Vollrausch, wenn man sich Jean-Paul ansieht. Ne, Basti? Genau. Okay, Pause. Alles okay bei dir? Ja, ja. Ich meine ja nur, weil du irgendwie heute keinen Mucks von dir gegeben hast. Alles in Ordnung. Sieht aber nicht danach aus. Du bist irgendwie völlig verändert. Es ist alles in Ordnung, okay? Ah ja? Da steht so groß auf deiner Stirn, alles super. Ich glaub dir kein Wort. Wenn du mit deinem Tunnelblick weiter so durch die Gegend rennst und dir nichts gönnst, klappst du irgendwann zusammen. Ja? Ich gehöre mit Nina weg. Alles klar, viel Spaß. Siehst toll aus. Wenn was ist, ruf an, okay? Tschüss. Entschuldige, du kennst mich ja. Hallo, schön, dass du wieder mal da bist. Ja, finde ich auch. Gin Tonic, wie immer. Ja. So. Steht dir. Danke. Wie findest du den Mann am Piano? Warte. Gut, schön. Dank dir. Wo ist denn mein Tüter? Aber meiner. Das war klar. Hi. Tut mir leid, dass ich mich noch so spät melde. Kein Problem, ich kann eh nicht schlafen. Morgen um 3 im Johanna-Park? Bei den beiden Brücken? Ja, gerne. Okay, dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ciao.
Kommt jetzt dein Geständnis, dass du noch immer an irgendeinem Ex hängst? Lass uns keine große Sache draus machen, du weißt doch, was los ist. Nein, weiß ich nicht. Bastis Therapie hat nicht angeschlagen. Ich habe den Kopf voller Probleme, ich muss einen neuen Arzt suchen, das ist los. Jetzt. Ach komm, du weißt doch, wie ich es meine. Vielleicht hast du ein ganz anderes Problem. Ach ja? Du kennst also meine Probleme. Katharina, er wird erwachsen. Er ist nicht mehr länger dein kleiner Junge. Und er wird auch nicht kleiner, nur weil er jetzt im Rollstuhl sitzt. Kümmere dich um dein Leben. Und halt dich aus meinem raus, ist schon kompliziert genug. Okay? Na? Spaß gehabt? Ich war noch bei Nina. Ach, und da habt ihr euch ein bisschen in die Haare gekriegt, ja? Hm? Sieht halt so aus. Du schlaf mal lieber. Und was? Na Mensch, erzähl schon. Wie war's? Gibt nichts zu erzählen. Bist du drüben fertig? Ja. Sehnsucht? Hm? Lust mitzuspielen? Nee, das Thema ist abgehakt. Wieso das denn auf einmal? Weil ich... Es gibt Wichtigeres. Irgendwann muss man aufhören, sich was vorzumachen. Die Therapie wird ja jetzt auch erstmal lange dauern und wer weiß, was danach ist. Ich interessiere mich einfach jetzt für andere Sachen. Weißt du, dass ich total froh darüber bin? Echt? Nee, wieso? Du bist so viel mehr, Basti. Als irgend so ein Fußball-Nerd. Du schreibst richtig gute Texte. Und mach dir Gedanken. Vielleicht ist mir das alles nur passiert, damit ich diesen albernen Fußballtraum loslasse. Und mich mal auf das konzentriere, was ich wirklich will. Nämlich? Keine Ahnung. Irgendwie ist das komisch. Eben hatte ich noch ein ganz klares Leben vor mir. Aber eben nur eins. Und jetzt sind es auf einmal ganz viele. Vielleicht magst du ja genau darüber bloggen. Ja, vielleicht. Komm, wir machen ein Foto. Jetzt? Ja, klar. Okay. Bitte lächeln. Ich wusste gar nicht, dass du so schön bekloppt gucken kannst. Hab ich von dir. Meine Mutter. Die nervt einfach nur noch. Musst du los? Bin wieder da. Wo warst du denn? Ich habe versucht, dich anzurufen. Entspann dich mal bitte, Mama. Das ist ja entspann dich. Ich habe mir die Finger wund getippt. Guten Abend, Frau Jäger. Guten Abend. Ja, wir waren zusammen unterwegs und Lea ist jetzt noch mitgekommen. Zufrieden? Ja. Ja. Ich muss jetzt dann auch los. Wir sehen uns, okay? Wiedersehen. Ciao.
Tschüss. Super. Also wo ist das Problem, auf meine SMS zu antworten? Du hättest mir nur sagen können, dass du verabredet bist. Es ist kein Problem, aber es geht dich einfach nichts an. Es geht mich nichts an. Aber dass wir morgen einen Termin haben mit Dr. Seifert und wir noch einiges zu besprechen haben, das geht mich dann was an, ja? Und dich übrigens auch. Nö. Ich fahre nämlich nicht mit. Selbstverständlich fährst du mit. Soweit kommt's noch, dass du die Termine hier absagst. Wenn du schon so saugerne zu Ärzten rennst, warum gehst du denn nicht mal zum Psychiater und lässt dich durchchecken? Sag mal, geht's noch? Janik. Es tut mir leid. Ich bin einfach ratlos und ich... Und nicht die einzige Mutter auf der Welt, die ihren pubertierenden Sohn nicht mehr versteht. Wenn dich das tröstet. Der Arzt hat gesagt, dass er wahrscheinlich nie wieder laufen wird. Ich weiß. Wie, du weißt? Dein Sohn hat mich angerufen. Wir haben telefoniert. Ihr habt telefoniert. Das ist ja interessant. Was gab es denn zu besprechen hinter meinem Rücken? Er hat mich angerufen, weil er wissen wollte, ob man auch mit Querschnittlähmung eine PPL machen kann. PPL? Eine Privatpilotenlizenz. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Katharina, du kannst ihm dabei helfen, ein neues Ziel zu finden. Du redest hier von Dingen, von denen du nichts verstehst. Du weißt nicht, wie es ist, von heute auf morgen ein behindertes Kind zu haben. Du hast überhaupt keine Ahnung. Ja, das stimmt. Aber ich sehe doch, was hier los ist. Mit dir. Und mit Basti. Willst du nicht wissen, was ich ihm geantwortet habe? Ja, man kann mit Querschnittlähmung fliegen. Das ist kein Traum. Und daran kann er sich besser festhalten als in seinem Rolli. Hey, willst du auch eins? Gerne. Nein! Jenny! Basti, was willst du? Ich hab's eilig. Ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Ich weiß nicht, was da neulich los war, Sie. Es tut mir leid, dass ich dich so bloßgestellt habe. Ich hatte gehofft, dass es alles vorher keine Einbildung war. Okay. Dankeschön. Hi. 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 Ist wirklich okay, Basti. War doch jetzt gar nichts mit Jenny. Nee, ihr habt nur versehentlich rumgefummelt. Ich hab mich bei ihr für die Nummer am See entschuldigt, mehr nicht. Das soll ich dir jetzt glauben, ja? Ja. Geh und frag sie doch. Glaubst du wirklich, so eine wie Jenny will was von einem Krüppel? Nein, auf gar keinen Fall. Da könnte ich so bescheuert sein. Eine Supermodel ist unerreichbar für dich, ja? Welch hässliches graues Mäuschen. Darf mich glücklich schätzen, wenn der große Superbasti zu ihr herabsteigt, weil gerade schlecht zu Fuß ist. Ja, jetzt spinn doch mal nicht rum. Das war doch gar nicht so gemeint. Weißt du was? Du bist ein Arschloch, Basti. Ja, hau doch ab. So eine wie dich kriege ich jederzeit rum. Ah ja? Kriegst du überhaupt noch einen hoch, Spasti? Basti? Weißt du nicht, dass ich dich immer beneidet habe? Basti der Hecht.
Basti, der Held aller Ladies, Basti, der mit den geilen Texten. Und dagegen ich, die Randerscheinung vom Dienst, ey. Ich hab andauernd im Strahl kotzen können, wirklich. Damit ist er jetzt erstmal vorbei. Ich hab oft überlegt, was wohl gewesen wäre, wenn ich dich damals nicht gefoult hätte. Dann hättest du einfach weitergespielt und er hätte diesen ganzen Unfall überhaupt nicht gehabt. Schwachsinn, was laberst du denn da? Du hast damit überhaupt nichts zu tun. Meinst du? Ja. Sowas nennt man Kausalität. Du tust irgendwas Unüberlegtes und hat es solche Konsequenzen. Siehst du, dass du bald wieder auf die Geräten kommst, klar? Das werde ich nicht. Alter, was hast du da gesagt? Ist schon okay. Das Leben fragt uns nicht, wie es zu verlaufen hat. Aber du kannst ganz sicher nichts dafür. Lea, kannst du echt vergessen. Warum, was ist denn passiert? Scheiß drauf. Jawohl, so ist recht. Nun gespibieren nun, wie der Lateiner sagt, ne? Und was sagt der Lateiner zum Bräute klar machen? Lea hat Akta S, irgendwie so. Genau. Ich glaub, du hast genug. Ich glaub nicht, verpiss dich mal. Schon okay, ich kümmere mich um ihn, ja? Okay. Doch, das ist gut. Na komm, Digga, es wird Zeit. Lass uns verschwinden. Vielleicht tust du so nichts mehr. Wen rufst du jetzt an? Ja, irgendeine muss uns ja nach Hause bringen. Was ist denn passiert? Nichts, was mir halt nicht auch schon passiert wäre. Basti, sag mal, wie viel hast du denn getrunken? Naja, auf zwei Beinen kann man nicht stehen. Basti. Das kann man ja. Aber Lea ist weg. Sie ist weg. Die ganze Fahrt über nur von dieser Lea erzählt. Ja? Männer sprechen nicht über ihre Gefühle. Schon gar nicht mit ihrer Mutter. Holst du einen Rolli? Willst du noch was trinken? Wein oder ein Bier? Ich werde sie nie los. Jede Nacht. Immer dieselben Bilder. Der Unfall. Das Abschlussgutachten, kannst du mal reingucken. Egal, wie oft ich es mir durchlese, ich
Ich werde mir immer die Schuld geben. Diese scheiß Handy. Ich hab bloß nicht aufgepasst. Hier steht klar und deutlich, dass es nicht deine Schuld war. Du warst einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Quäl dich nicht mit Dingen, die du nicht hättest verhindern können. Das verstehe ich noch. Aber das erzählst du mir jetzt seit 2 Stunden. Jetzt hör mir doch mal zu. Basti hat mich vor ein paar Tagen gefragt, was ist, wenn er es nicht packt. Wenn er es nicht schafft, aus dem Rollstuhl rauszukommen. Und ich habe gesagt, er packt's. Ich wusste es ja nicht besser. Aber was ist, wenn ich es nicht schaffe? Wenn es jemand schafft. Dann du. Und es gibt genug Menschen, die euch helfen können. Bla, bla, bla. Na klar, und die stehen schlangenweise vor meiner Tür. Ich brauche nur Schnipp zu machen, dann gibt es 1000 gute Ratschläge und noch ein paar Streicheleinheiten dazu. Und ganz nebenbei wird mein Sohn natürlich perfekt betreut. Der kommt doch irgendwann alleine klar. Ach ja? Wie denn? Aber das ist nicht dein Problem. Das ist auch nicht dein Sohn, das ist mein Sohn. Mann, ich hab Angst. Verstehst du das nicht? Das ist nicht das Leben, was ich mir vorgestellt habe. Nicht für ihn und nicht für mich. Ich hatte immer so einen starken Sohn, der alles kann, der gelacht hat, mein Sonnenschein. Und jetzt? Ich sehe einen verliebten Teenager. Im Rollstuhl, ja. Aber viel schneller, als du es ahnst, ist der Drama. Hör doch auf und guck ihn dir doch an in diesem beschissenen Rollstuhl, Mann! Ich werde mich nie dran gewöhnen. Das ganze Leben ist kaputt. Ist doch kein kaputtes Leben. Man kann auch als behinderter Mensch ein zufriedenes, selbsterfülltes Leben führen. Komm mal raus aus deiner Opferrolle. Opferrolle? Du hast nicht zufällig noch so ein kleines, schlaues Büchlein dabei oder vielleicht einen Termin für eine Selbsthilfegruppe? Vielleicht könntest du damit aufhören, dich andauernd selbst zu bemitleiden. Es muss hier nämlich weitergehen. Ja? Morgen, mein Schatz. Morgen, Mama. Was schreibst du denn so früh? Ich schreib nur noch schnell den neuen Blog für die Schülerzeitung zu Ende. Nichts Besonderes. Kommst frühstücken? Ja. Ich will ab heute allein in die Schule fahren. Wieso? Das ist doch viel zu umständlich. Ja, ich weiß, aber... Ich will nicht der Einzige sein, der noch von seiner Mama in die Schule gebracht wird.
Die Busse sind längst für Rollstuhlfahrer geeignet. Wenn du es möchtest. Mama, ich hab dich sehr lieb. Das sagen wir uns viel zu selten. Hey. Ich hab dich auch lieb. Ganz, 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 ganz toll. Entschuldige, kann ich dich kurz stören? Natürlich. Was gibt's denn so Dringendes? Dauert nicht lange. Ich weiß, es kommt ein bisschen überraschend, aber ich will meinen alten Job wieder. Geht's Basti denn wieder besser? Ja, es geht ihm viel besser. Das freut mich zu hören. Aber bist du sicher, dass du wieder so weit bist? Ich weiß, was du meinst, aber mach dir keine Gedanken. Du arbeitest mich ein, wir haben genug Zeit. Und wenn ich meine Arbeit gut mache, kriege ich dann deinen Job nächstes Jahr. Hm? Ja oder ja? Nina. Hallo, Nina. Du siehst super aus irgendwie. Findest du? Ganz wie alte. Naja, mir geht's auch besser irgendwie. Oh, entschuldige. Lass uns mal wieder weggehen, mir fällt die Decke auf den Kopf. Klar. Tschüss. Ja, Jäger? Herr Walden. Wie, er ist nicht zur Schule gekommen? Okay. Gut, danke schön. Hi, hier ist Basti. Quatsch mir einfach auf die Mailbox. Basti, hier ist Mama. Der Walden hat mich angerufen. Ich mach mir Sorgen. Ruf mich zurück, ja? Kuss. Erwachsen zu werden bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Dass sich für etwas zu entscheiden gleichzeitig auch bedeutet, sich gegen alles andere zu entscheiden, das ist das Dilemma einer jeden Generation. Und so dünnen wir uns aus. Talente, Ideen, Träume und Wege werden unscharf und verschwinden. Und wir mit ihnen. Bis nur eine nebelhafte Erinnerung an uns selbst zurückbleibt. Leben. Die Räume werden enger, wir fallen härter. Ja, ich bin positiv überrascht. D.S. Eliot hat es einmal so formuliert. Was wir den Anfang nennen, ist oft das Ende. Und etwas zu beenden bedeutet, etwas anzufangen. Wohin? Lea, wo willst du hin? Mir ist schlecht. Mario, von dir hätte ich mehr erwartet. Jenny, klasse. Stehen, Mama. Was machst du denn da, Basti? Komm da weg, mein Schatz, bitte. Warum? Es wird schon besser, wenn ich weiterlebe.
Ich verstehe das nicht. Bleib stehen! Diese Welt braucht mich nicht mehr. Wie kannst du denn sowas sagen? Du bist alles, was ich habe. Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich will doch nur, dass du wieder gesund wirst. Du machst mir Angst. Du hast keine Ahnung, was Angst ist, Mama. Mein Leben ist weg. Ich bin nur noch eine riesige Belastung für dich. Das ist Unsinn. Ich hab's gehört. Was hast du gehört? Was du zu Janik gesagt hast. Gestern Nacht. Und du hast recht. Ich mach dein Leben kaputt. Und alles, was ich wollte, ist auch im Arsch. Einfach weg. Worauf soll ich mich noch freuen? Es ist schwer, ja. Natürlich ist es das. Und ja, es wird ein anderes Leben, aber deswegen muss es kein schlechteres sein. Basti, du kannst doch nur so viel machen. Was denn? Machst du eine sinnlose Therapie, die du mir aufdrückst? Das ist nicht fair. Was ist schon fair? Lass mich einfach in Ruhe. Lass mich einfach meinen Weg gehen. Basti! Es ist dein Leben. Leb es. So wie du es willst. Also, ich fasse die Einweisung noch mal kurz zusammen. Ja? Wir sind an 4 Punkten miteinander verbunden. 2 mehr unten an der Hüfte und 2 Punkte hier oben an der Schulter. Ja? Deine Beine sind fest an meinen fixiert. Und Basti, genieß den Ausblick. Hm? Mach ich. Noch Fragen? Nee. Was ist mit mir, wenn ich mir hier unten vor Angst in die Hosen mache? Na, davon kriegen wir da oben zum Glück nicht viel mit. Na, los geht's. Wer sind die beiden? Das eine ist der Pilot und das andere ist Carsten. Der filmt den Sprung. Echt? Cool. Cool. Hier auf Null ist, sind wir auf 4000 Meter, dann geht's raus. Dr. Hopenberg? Kollege, ich habe Neuigkeiten für Sie. Ach. Ich mach dich jetzt oben fest. Ran zu mir, komm mit. So, festziehen. Sehr gut. Alles klar bei dir? Ja, ja, ich habe sie schon verstanden. Er muss selber entscheiden, welche Behandlung für ihn gut ist.
Ja, mein Sohn ruft sie an, bestimmt. Schönen Tag noch. Auf geht's. Einfach vorne an die Kante. Ende ans Gurtzeug. Viel Spaß bei deinem ersten Sprung. Ja. Kopf nach hinten. Und runter. Touchdown!